Eckmitte hier. So. Oh, Junge. Naja, Kackritter. Hier ist ein Durchgang. Da müssen wir durch die Wand. Und hier ist, glaube ich, irgendwo der Gegenstand. Auch unter anderem. Möglicherweise, vielleicht. Keine Ahnung. Wow, hallo, wo kommst du denn her? War das nicht nur einer? Das war nicht klug. Das war auch nicht gut. Das war besser. Hässlicher Typ. Runter? Ah, das könnte wirklich sein. Hallo? Nichts. Oh ja. Oh, Schande. Das heißt, ich brauche einen zweiten Schlüssel. Das ist wiederum nicht gut. Ja, wir sind hier richtig, aber ich brauche einen zweiten Schlüssel. Ei, na, ich kann ja mal die... Nein, kann ich nicht. In deren zurück. Obwohl, vielleicht kann ich ihn überspringen. Komm hierher. Kassiere ich vielleicht... Ja, vielleicht geht das hier aus. Mal sehen. Komm her, komm her, komm. Autsch. Yes! Aber ich komme hier nicht durch. Da ist der Gegenstand! Brauche einen Schlüssel. Schlüssel. Verpiss dich. Oh, das war knapp. Ja. Nein, lass mich in Ruhe. Yippie, da ist noch einer. Das freut mich so unendlich. Ein Treffer noch, komm schon, komm schon. Nein, das riskiere ich nicht. Nein. Stirb. Okay, stirb. Ich sagte, Gegner, stirb, nicht ich sterbe. Erstmal machen wir etwas frei, denn wenn ich schon gegen dich kämpfe, das geht sich nicht aus. Stirb. Weg mit dir. Kommt sicher noch einer. Ah, wusste ich's doch. Viel zu berechenbar, viel zu berechenbar. Was machst du denn so weit da drüben? Willst du nicht herkommen und spielen? So. Weg mit dir. Sicher zum Endgegner, oder? Mann, ich brauche einen Schlüssel. Hallo, Skelett. Hallo, Skelett aus dem ersten Dungeon. Wieso gibt ihr mir solche Gegner? Oh, hallo, Schlüssel.
Gott sei Dank. So, jetzt bekommen wir endlich unseren unnötigen Deutsch sprechen, bitte. Unnötigen Gegenstand. So. Aber euch mache ich noch alle. Auch wenn das mit den Hundis hier ein bisschen Arsch ist. Aber ihr bringt mir dafür 200 Erfahrungspunkte. Falls ich das überleben sollte. Ja. Einer ist weg. Das war voll unfair. Ja, genau, kommt von zwei Seiten. Nicht fair. Echt nicht fair. Noch einer, oder? Ah, ich wusste es. Soll ich das wirklich? Geht sich Leben nochmal aus? Nein. Das riskiere ich jetzt nicht. Ich frage mich. Muss ich nur zu helfen wissen? Schon bin ich wieder fast voll. Einen wunderschönen Gegenstand, das soll eine Flöte sein. Ja. Es ist ein Zelda-Abenteuer, da ist immer eine Flöte dabei. Okay, manchmal ist es eine Ocarina. Ein Treffer braucht er noch. Stirb! Das war scharf! Dann, wenn es irgendwie möglich ist, will ich noch ein Level-Up vor dem Gegner. Das wäre toll. Für nur noch knappe 900 Punkte, nicht mehr und mehr. Wie sollte man doch... Sollte man noch irgendwie zusammenraffen können. Kurz durchrennen.
zum Erfahrungssammeln.